Die österreichische Innenpolitik, die durchlebt stürmische Zeiten. Ja, nahezu täglich knallen die Opposition und die Regierungsparteien inhaltlich aneinander. Aber nicht nur das, fast schon wöchentlich gibt es einen neuen vermeintlichen Skandal. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der muss die Parteien nun einen. An diesem Mittwoch lädt er den SPÖ-Chef und Oppositionsführer Christian Kern zu einem Arbeitsgespräch zu sich in die Hofburg ein. Um was es dabei genau geht und vor allen Dingen, welche Bilanz Christian Kern von dem Gespräch zieht, ich habe nachgefragt. Der Bundespräsident und ich haben uns ausgetauscht über die aktuelle politische Lage. Da gibt es in der Tat einige Fragestellungen, die uns sehr berühren. Wir haben gerade in den letzten Tagen erlebt, dass die Grenzen des politischen Anstands und der Moral sukzessive nach rechts verschoben werden. Ich bin der Meinung, dass wir insbesondere bei der Migrationsfrage mit kühlem Kopf und mit guten sachlichen Lösungen vorzugehen haben. Hetzkampagnen, wie zum Beispiel gegen den Herrn Soros, bringen uns damit Sicherheit nicht weiter. Wir erleben, dass plötzlich antisemitische und rassistische Ausritte geduldet werden von höchsten Vertretern der Koalitionsregierung. Wir sehen, dass das Österreich außerhalb des europäischen Verfassungsbogens stellt. Wir nehmen am Katzentisch bei Orban und Kaczynski Platz und gehören aber ganz woanders hin. Und ich denke, unsere Aufgabe muss es sein, die liberale, pluralistische Demokratie zu verteidigen. Und da ist die Opposition dazu entschlossen. Nochmal Bezug nehmend auf das Arbeitsgespräch, wie erfolgreich war das jetzt eben mit dem Bundespräsidenten, genau über diese Sorgen, die Sie ja haben, vor allen Dingen von seitens eben der Opposition zu teilen? Was kam da zurück? Ja, also wir haben unsere Besorgnis hier geteilt und ich denke, der Bundespräsident hat mein Grundanliegen durchaus verstanden. Wie er es bewertet, müssen Sie ihn bitte persönlich fragen. Aber es ist eine Situation, wo man aus vielerlei Hinsicht, glaube ich, langsam sagen muss, Kinder, beruhigt euch wieder. Weil wenn Sie sich die Sozialversicherungsdebatte anschauen, wenn Sie sich die Debatte über Arbeitslose anschauen, hier werden permanent Sündenböcke geschaffen. Da sitzt jemand vor seinen Umfragen, sagt, okay, hört sich gut an, 60-70% der Österreicher sind dafür, bam. Dann geht man auf Arbeitslose los, dann geht man auf die Sozialversicherungsvertreter los. Und ich bin der Meinung, dass man Reformdiskussionen führen muss, das ist notwendig, aber nicht, indem man zuerst Sündenböcke sucht. Und die Regierung ist ja verpflichtet, Vorschläge vorzulegen. Aber wenn man solche Diskussionen immer damit beginnt, auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe einzuprügeln, dann wird das das Land nicht stärken, dann wird das Österreich spalten und nicht zusammenführen. Dann würde ich daran gleich ansetzen. Die Regierungsparteien, die haben am Dienstag eben drei neue Reformpakete vorgestellt. Darunter eben die Zusammenlegung der Sozialversicherungen, der Verwaltungsreform, aber eben auch diese bundeseinheitliche Mindestsicherung. Jetzt ist natürlich die Frage, was sagen Sie denn konkret zu diesen Vorschlägen und vor allen Dingen sollen sie ja auch in der sehr nahen Zukunft jetzt auf den Tisch kommen und auch umgesetzt werden? Ja, wir sind natürlich für ein bundeseinheitliches Mindestsicherungsmodell, das mehr Sachleistungen vorsieht. Die Aufgabe der Regierung wird jetzt darin bestehen, die sechs Landeshauptleute der ÖVP zu einem gemeinsamen Modell zu bringen. Das ist die Aufgabe des ÖVP-Parteivorsitzenden. Wir werden uns das in Ruhe anschauen, ob ihm das gelingt und was er da tut. Sie haben es schon ein bisschen angeschnitten. Sie haben von Sebastian Kurz, dem Bundeskanzler, eigentlich Konsequenzen gefordert, was den Soros-Saga betrifft, von Johann Gudenus. Der Bundeskanzler hat sich am Dienstag ebenfalls kurz geäußert, hat nur gesagt, er teilt diese Ansicht nicht. Der Vizekanzler Heinz-Christian Strache gibt Rückendeckung. Wie sehen Sie das jetzt? Was muss der Bundeskanzler jetzt eigentlich noch tun oder ist die Sache jetzt eigentlich durch? Ich finde das wirklich problematisch, weil hier, wenn man so will, politische Strömungen in höchste Staatsämter gekommen sind, die eigentlich sich außerhalb des Verfassungsbogens stellen. Österreich hat eine Tradition, Antisemitismus abzulehnen, Rassismus abzulehnen. Für uns ist es wichtig, dass wir die Pressefreiheit verteidigen, dass die Menschenrechte unantastbar sind und mit all diesen Projekten, mit all diesen Inhalten bricht die Regierung gerade. Da gilt es für alle aufmerksamen Demokraten genau zuzuschauen und da darf man sich nicht auch von dem PR-Wirbel ablenken lassen. Aber was soll der Bundeskanzler jetzt konkret noch tun, beziehungsweise was fordern Sie jetzt eigentlich? Sollte Johann Gudenus das Handtuch werfen oder wie beurteilen Sie diesen Fall jetzt? Also ich kann Ihnen sagen, in jeder aufgeklärten Demokratie und Republik würde so jemand
keine Rolle mehr in der Politik spielen. Da wäre längst ein Rücktritt überfällig gewesen, dass der Bundeskanzler großes Verständnis für diese rechtsradikalen Ausritte hat, dass er da ein bis zwei Augen zudrückt. Das ist seine Politik. Ich bin der Meinung, in jedem aufgeklärten, demokratischen, zivilisierten Land hätte so jemand keinen Platz mehr in der Spitzenpolitik. Eine letzte Frage habe ich noch und das betrifft auch das Thema Aufklärung, nämlich der BVT-Untersuchungsausschuss, der ist jetzt eingesetzt. Die SPÖ war erst im Alleingang, jetzt hat man eine starke Allianz gefunden. Wie soll es denn jetzt konkret eben weitergehen? Die Akteneinsicht ist für den Sommer geplant. Vielleicht können Sie einen kleinen Einblick geben, wie jetzt die nächsten Schritte in dieser Sache sind. Ja, wir haben ja einen umfangreichen Untersuchungsauftrag formuliert. Aus meiner Sicht geht es hier um zwei ganz entscheidende Punkte. Einerseits, wie schaut das wirklich mit den ÖVP-Netzwerken aus? Hat es da wirklich einen massiven Missbrauch gegeben? Freundelwirtschaft, die Vorwürfe reichen bis zur Korruption und ähnlichen saftigen Details. Das gilt es zu untersuchen. Auch die Frage, wer hat die politische Verantwortung dafür zu übernehmen? Wir haben seit fast 20 Jahren ÖVP-Innenminister. Logischerweise werden die gefordert sein, hier einen Beitrag zur Aufklärung zu leisten. Und auf der anderen Seite natürlich um den bemerkenswerten Umstand, dass hier eine Zeugin ihr ganzes Büro hops genommen worden ist, da zehntausende Gigabytes an Unterlagen gefilzt worden sind. Das ist höchst ungewöhnlich, weil wenn Sie bei einem Autounfall Zeuge sind, na, dann kommt nicht die Polizei zu Ihnen und dreht Ihnen Ihre Wohnung um, sondern schaut, wer war da dran schuld und versucht, den Fall aufzuklären. Hier besteht der Verdacht, dass man bewusst versucht hat, Material, das FPÖ-Politiker belastet, verschwinden zu lassen. Und das wird der zweite Schwerpunkt unserer Arbeit sein, das aufzuklären. Knapp eine Stunde dauert das Gespräch vom SPÖ-Chef Christian Kern hier beim Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Christian Kern zieht eine recht positive Bilanz, ist froh, natürlich in diesem Arbeitsgespräch seine Sicht der Dinge zur aktuellen Situation loswerden zu können. Er erhofft sich jetzt natürlich vom Bundespräsidenten, dass der mäßigend eintritt, denn seiner Meinung nach wird die Regierung immer weiter nach rechts rücken und immer mehr Rechtssager werden ohnehin schon geduldet.